Die Landwirtschaft ist im Wandel und da die Schlepper immer mehr auf der Straße sind, ist auch die Sicherheit im Straßenverkehr ein sehr wichtiger Aspekt, der immer mehr zunimmt. Deswegen haben wir uns entschieden, zusammen mit der Land und Forst und dem ADAC ein Fahrsicherheitstraining hier zu veranstalten. Sie wollen die Grenzen ihres Traktors erfahren. Und wir haben es gesehen auf dem Klattenbelag, wie schnell man diese Grenze erreicht. Also minimale Veränderungen durch Geschwindigkeiten auf verschiedenen Belägen erzeugen natürlich andere Bremswege. Die anderen, Pkw-Fahrer, Motorradfahrer, können sich schlecht einschätzen. Dann kommt dazu, Sie kommen vom Acker, Sie haben lange, viele Stunden gearbeitet, sind nicht mehr so konzentriert. Meistens auf dem Weg nach Hause und dann entstehen die meisten Probleme. Es war sehr lehrreich. Wir haben mit einem Trecker und zwei leeren 18-Tonnern eine Vollbremsung aus 50 km/h durchgeführt. Und ich habe da gedacht, dass der Bremsweg wesentlich länger ist als das, was sich hinterher bei rausgestellt hat.